Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tag 19 in das Auge von Moskau auf der Suche nach Sprengstoff für Saschko. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört und uns auf dem Weg begeben hierhin. Zeug für echte Männer, so heißt die Mission und ja, hier gibt es auch noch einen Hinweis scheinbar, vielleicht ein Foto, aber ich gehe davon aus, dass auf dem Weg jetzt hier uns die NAA ganz schön entgegensteht. Wenn nicht, wäre natürlich toll. Und umso schneller wir hier durchkommen, umso weniger schwarzer Stalker nervt uns. Dieser elende, dreckige. Ja, da geht's schon los. Da ist schon der Erste auf der rechten Seite. Hier war doch damals einer, der hier gepennt hat. Das weiß er genau. Das war das Sofa, wo der geschlafen hat damals. Und ich bin gedacht, was hört ihr das auch? Bin ich bescheuert? Oh, Lenin, schon wieder. Den haben die auch überall hier irgendwie, ne? Wladimir Iljitsch. Nehmen wir die Pilze mit. Ja, hier hatte ich mich auch schon mal versteckt, nachdem ich aufgeflogen bin bei der NAA, nachdem die mich gesucht haben. Ja, das wird hier jetzt immer schwerer. Mal schön die Deckung nutzen. Ich meine, ich habe ja einen Tarnanzug an, der mich relativ gut unsichtbar machen soll. Aber der kann halt auch nicht alles, ne? Vielleicht können wir auch hier unten lang gehen und von hinten ins Haus irgendwie. Weil hier vorne schlawenzelt ja schon einer rum. Oder vielleicht kommen wir irgendwo anders ins Haus. Wir gucken mal hinten rum. Solange uns da hier nicht irgendwie. Als bin ich da unten lang gelaufen. Und ich denke, hier ist auch irgendwo einer. Ab ins Haus. Da vorne war einer. Und vor allem hier drinnen in diesem Haus waren, glaube ich, auch Schatten. Hier muss man aufpassen. Hier ist nichts. Moment, kann er mich nicht sehen. Ist auch prickelnd, gell? Ich renne hier rum. Jetzt im Moment noch nicht, aber nachher wieder mit Taschenlampe, wenn es zu dunkel wird, weil ihr sonst nichts seht. Und die interessiert es da draußen gar nicht. Soll mir recht sein. Sind wir jetzt in dem richtigen Gebäude schon? Ja, wir sind in dem richtigen Gebäude. Ja, die Gier nach Loot, die ist halt immer da. Mechanikteile und wir kriegen ja auch Erfahrungspunkte, wenn wir Sachen finden. Da habe ich damals gedacht, hier steht jemand, dabei ist es einfach nur irgendein Blödsinn. So, jetzt machen wir das Licht an hier. Na, obwohl ihr im Moment ja eigentlich noch was sehen müsstet. Ist noch hell genug. Da scheint auch wieder ein Ei zu sein. Ein Springer. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht drauflaufe. Essensration nehme ich natürlich gerne mit. Aber ich glaube, hier geht es gar nicht weiter. Nein. Verflixt. Da müssen wir doch einen anderen Eingang finden. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Weil hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's nicht, hier kommen wir nicht durch. Nee. Die Tür geht nicht auf. Müssen wir wahrscheinlich wirklich draußen lang. Also das ist ja Mist jetzt hier. Das gefällt mir gar nicht. Weil ich vermute hier, das ist der Hinweis, den wir brauchen. Und es fängt auch schon wieder an zu blitzen. Also dieser scheiß schwarze Stalker, der ist lästig. Der ist wirklich lästig. Sag bloß, der Hinweis ist. Den haben wir doch schon. Ich muss in das Haus rein. Ich muss irgendwie in das Haus oder oben rein. Ist hier noch einen anderen Eingang, den ich nicht gesehen habe? Oh, dieses Gebüschzeug.
Sag mal, das kann doch nicht sein. Doch gerade hier drin. Oder etwa nicht? Kann man hier irgendwie auf das Dach von dem Ding? Zeug für echte Männer. Ich bin, glaube ich, einfach nur zu blind. Ich hab's noch nicht gesehen. Komm ich hier aufs Dach raus? Hab das nicht gesehen gerade. Oh nee, kann das sein, dass ich wieder diesen Scheiß... Oh, hier. Da ist es doch. Ich blinder Fisch. Sashko, I found the plastic box, but it's empty. There are some droppings and... is it possible rats took your charges? Well, shit, those sneaky bastards must have been really hungry. Now what? Well, no charges means more work for me and also more work for you. I can make the compound from scratch, but that means I'll need the ingredients from somewhere else. But first, we need to take care of the rat problem. What do you mean? You got the detonator? Press the button. Why would I do that? To blow these bastards to Rat Kingdom come. I don't want them running around with my charges. Slow down. You have no idea where those explosive rats of yours are. They could be under the floor or in the walls. I don't harbor any secret love for rats, believe me. But this is just stupid. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Er hat den Verstand verloren. Das ist zu riskant. Sag, dass du es nicht tust. Ich sehe und höre hier keine Ratten. Ich schätze, ich kann mich auf den Plan meines verrückten Partners verlassen. Das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Da vertraue ich jetzt Olga, die ist eh schon angepisst die ganze Zeit. Dann wird Sashko ein bisschen pissig sein, ist mir egal. I'm done with your whole living dangerously routine. I'm not going to do it. Too bad. Do you have any sense at all? Whatever. Do what you want. Where do you even come up with this shit? It's not a real detonator, it's just a prop. I was just messing with you, Professor. Trust me, I wouldn't risk a life of my brave companion like that. But you still need to go to find my other stash and bring me the components I need. It's right next to the connector. Ja, Sashko hat sich verschlechtert, ist klar. Aber ich hoffe, dass es sich bei Olga hat das gefallen. Genau. Spiel wird gespeichert. Oh, dieses Geblitze, das geht mir schon wieder richtig auf den Zünder. Wortspiel, ja, der Zünder. Es geht mir auf den Zünder. Ja, Mann. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Was ist denn jetzt sein nächstes Ziel? Will ich wieder zurück? Das Fragezeichen machen wir jetzt erstmal, wenn ich da rankomme. Ohne, dass die NRA mich hier erwischt. War ich doch schon drin, ich Depp. Hab's einfach nur nicht gesehen. In welche Richtung latscht ihr denn? Das Fahrzeichen ist genau da links. Das ist genau die Gegend, wo die rumlaufen hier. Aber hier dürften sie mich eigentlich nicht mitkriegen. Was bist denn du für einer? Du bist keiner mit, ist keiner mit... Pfeil her, mein Freund. Einer weniger. Da vorne scheint irgendwas zu stehen. Das scheint wieder so ein Ei zu sein. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ach, nicht doch. Das ist der... Er wieder. Der Evgeni, erzählst du eigentlich dieselbe Scheiße immer noch? Ja, der labert dasselbe. Du irrer Techno-Typ, Junge, mit so einem alten Grammophon fast schon. Nee, altes schönes Radio aus den 50ern wahrscheinlich, ne? Die Blitze, Junge.
Also, auf zur... Irgendwo rennt hier einer rum. Scheinbar tun sie ihm aber nichts, ne? Ihm scheinen sie wohl egal zu sein. Also, der scheint denen wohl egal zu sein. Wo ist denn der jetzt, der Typ? Vor allem, was für einer ist es? Er läuft doch schon wieder weg, so wie es aussieht. Das kommt mir ja recht entgegen. Na dann. Suchen wir mal, auf den schnellsten Weg dahin zu kommen. Wenn es geht ohne NRA. Die Pilze hier rumliegen, dann nehme ich es auch noch mit. Ei. Uiuiui. Das war jetzt schon ein bisschen sehr harsch und dumm von mir. Wo ist denn der? Oh, ist da wieder ein unsichtbarer Baum oder irgend sowas, wa? Was störst du mich denn, wenn ich nur so einen scheiß Pilz sammeln will? Klopp da. Hier ist auch brutal viel Strahl, hey Leute, was ist denn hier los? Ich frage mich, wie die das aushalten. Total viel Strahl, Jungen. Scheiße. Na, erstmal ein bisschen Antistrahlungsmedizin reinknallen hier. Meine Hirnpsyche hat auch einen von Kopf gekriegt. Das geht ja gar nicht, Alter. Die Strahlung ist ja pervers gewesen jetzt. So, Lebensenergie. Die heilen wir uns einmal hoch. Nicht, dass ich dann hier beim Stalker gleich vor die Fresse krieg, böse. Ja, komm. Damit wir das auch ertragen. Hier, den ganzen Mist saufen wir erstmal ein. Hier schön in unserer Fastbushaltestelle oder was das ist. Könnte Bushaltestelle sein. Und jetzt bitte nicht mehr so viel Strahlung, wenn es geht, hier auf dem Weg, ey. Die größte Gefahr im Moment. Aber die Armbrust macht Spaß. Oh, die schleichen aber hier rum, hey. Und das sind jetzt, sind das die Harten? Das sind Elite-Soldaten, oder? Ja. Das wird nichts mit der Armbrust. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Auch nicht. Alles Elite. Das ist schlecht. Weil ich nicht weiß, wie ich die jetzt ausschalten soll, ohne dass es der andere von den jeweiligen mitkriegt. Sashko, I found the building, but it's crawling with NAR soldiers. Looks like they know about the stash. Any ideas? Fuckers, they must have spotted me earlier. A little heads up would be appreciated next time. Hey, you got this, man. You're better at this shit than you give yourself credit for. Thanks, but... You're breaking up. I'm losing signal. Igor, signal! Sashko? Sashko? Damn it! Hä? Wieso verliert er das Signal? Wieso bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich ja komplett auf mich allein gestellt. So und quasi. Ja, gut, war ich vorher auch, aber. Jetzt wollen sie es noch traumatisieren oder was? Die Musik ist ja auch nicht gerade prickelnd oder vertrauenserweckend hier gerade. Außerdem ist dieser scheiß schwarze Stalker bald wieder da. Das merke ich schon. Einer weniger. Aber da hinten ist auch einer drin rumgelaufen und hier auch noch. Und das Problem ist, wenn der den jetzt sieht, dann ist Alarm hier am Start. Warum? Wieso hat der das jetzt mitgekriegt? Oh, der hat getroffen.
Tatsächlich, ich habe ihn erwischt. Das waren wahrscheinlich auch alle hier, die hier draußen rumschlawenzeln. Mann, das ist aber auch derb. Ich muss hier, glaube ich, echt hier ab 18 hinschreiben bald. Das ist... Junge, die... Liebe Kinder, ich hoffe, es gucken hier nicht Minderjährige zu. Echt jetzt ohne Mist kriegt er. Jetzt muss er echt kennzeichnen, glaube ich. Darf ich nicht vergessen. Aber ich bin so... Horst, ich vergesse es bestimmt wieder. Wir müssen hier durch. Da ist Gas. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ob diese grüne Grütze mir hier irgendwas... was tut. War da noch einer? Ich glaube, es war nur der eine, oder? Ja. Oh, fuck, nein, da kommt noch einer. Kommt gleich noch einer angelatscht. Wieso Kampf? Warum? Wer denn bitte? Wer hat das denn jetzt wieder mitgekriegt? Das verstehe ich nicht. Ja, suchen, such dir mal. Problem ist, ich würde jetzt gerne lieber... Aha. Scheiße, wie viele sind denn hier? Fuck. Ich bin glaube voll der Railgun-Meister, Junge. Weggenietet alle hier. Mann, Mann, Mann. Und wir müssen bald wieder einsaufen. Und vor allem muss ich irgendwo rein hier, um mich mal gegen diese scheiß schwarze Stalker-Kiste hier zu schützen. Beruhigungssalze, gleich fressen. Komm, hier hat jemand noch irgendwas von euch zum Heilen. Alkohol, ja, das nehme ich auch. Wo kann ich mich denn verkriechen vor dir? Hier. In so einem Loch, ich weiß nicht. Wo geht der denn? Mist. Das sind alles Gänge, wo ich nicht unbedingt rein will, wenn der kommt. Wir gehen nach oben. Hier fühle ich mich sowieso nicht wohl. Noch eins hoch. Das ist immer das gleiche. Immer suchst du dir hier irgendwo einen vorteilhaften Platz, damit du dem vor den Sack schießen kannst. Dem ekelhaften Typen, Junge. Da hinten können wir nicht rein. Oh doch. Alles klar. Na dann. Du hässlicher schwarzer Stalker. Jetzt komm. Komm endlich her. Es wäre cool, wenn man so ein bisschen eine Zeit hätte, die einem angezeigt wird, wann er erscheint. Haben wir noch ein bisschen Zeit hier unsere Wunden zu... Ah, alles gut. Da habe ich aber jetzt ganz schön gemetzelt da unten wieder, ey. Und ich wollte hier nie einen töten, ja. Das hat sich dann ganz schnell erledigt. Wir müssen aber noch da runter und Sachen holen. Das Pilze, die sind draußen. Ja, knarzt nur ihr Türen. Da liegt noch eine Waffe, die habe ich noch nicht geholt.
Auch noch einen weggenietet. Die Musik, Mann, ist ekelhaft. Warum? Und vor allem das nicht zu wissen. Was war das? Nicht zu wissen, wann der kommt. Das geht mir so auf den Zeiger. Und er ist ja schon wieder fast am Start hier. Na, jetzt wollte ich die Waffen holen. Das war klar. Das war so klar. Schnell hoch. Schnell hoch in unseren Kabuff. Ja, jetzt will ich mehr Kabuff nicht. Ich kann da nicht mehr rein. It should leave me right. Why did you have to come back, huh? Das weißt du, warum ich zurückkomme. Weil du mir auf den Sack gehst. Ich muss doch eins hoch. Nein, 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 wo ist mein Dice? See what you're made of. Oh, der hat mich getroffen, die Sau, Junge. Der mich erwischt oder nicht? Ein elender Pisser. Hier bin ich, hier. Können wir uns auch verstecken vor dem? Sitze ich hier in der Fernseher, hinter der flimmernden Puppenkiste und kack mir ins Hemd. Aber zwei Minuten warten jetzt. Ernsthaft? Das ist ein gutes Versteck, kann man sich. Ist das echt so drin als Mechanik? Nein! Ja, ich mache ja 50% mehr Schaden, das ist ja gut, aber er hat mich erwischt. Da habe ich echt gehofft, dass ich das schaffe. Ich glaube, man kann das nur schaffen, wenn man wegrennt oder so. Jetzt geh weg da hier, ich muss da raus. Verdammt, ich habe jetzt echt gedacht, ich kann mich hier verstecken vor dem. Das hat dann nicht funktioniert, okay. Aber Geschichte, zum Glück haben wir die 50% mehr Schaden gemacht. Das dauert schon trotzdem lange. Mit der Schrote. Blinde. Schrote Blinde. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen. Wäre jetzt da Psychenproblem auch noch, oder was? Oder reicht nur das? Ach, geht nicht. Strahlung? Haben wir uns echt verbrannt? Dann. Heile er sich, Igor! Ja. Dann gehen wir mal in die frische Luft. Alles so schick hier. Und ich wollte eigentlich hier die Waffe holen. Jetzt ist sie natürlich verschwunden. Oder? Nee. Noch da. Und auf diesen Erfolg stellen wir uns an irgendeinen Pilz. Gibt noch mehr zu holen, ja. Ah, hier habe ich doch das Ding aufgestellt, damit er eben nicht mehr so schnell kommen kann. Da hinten ist Tschernobylit. Ist das dein Ernst jetzt? Junge, Spiel, mach nicht so eine Scheiße. Jetzt habe ich gedacht, du bist festgeglitscht. Das hatte ich schon mal. Am Anfang im Wald. So, hier haben wir ja wirklich aufgeräumt. Hier sind ja keine mehr. Jetzt haben wir jetzt noch den ganzen Kram ein hier. Essensration, Kräuter. Ja, und dann stellen wir uns mal schön in die Sonne und hauen uns mal eine Flasche Wodka in den Hals. Oh, mit dem Blick auf das Duga-Radar. Katsching, katsching. Und Kopf. Och, eine Nacken, das Zeug. Jawohl. Jetzt sind wir wieder fit. Aber unsere Schutzweste nicht mehr. Ja, das ist, ah, wir haben ja diese Energieplatten, genau. Da hat uns halt ganz schön welche weggeschossen. Egal. So ist jetzt. Auf zur Mission, wo wir hin wollten. Da oben. Bin schon wieder ganz schön abgeschwiffen, ey. Uiuiui. Ich glaube aber, das waren wirklich alle. 18 Millisievert, das ist doch nicht euer Ernst. Da vorne rum besser, oder was? Ich habe ja auch ein Messer, stimmt, das vergesse ich immer. Ich muss da durch. Ich muss wieder durch diese scheiß Strahlung durchrennen. Ah, verdammt. Dann Vollgas, komm. Nein, 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 nein. Du brennst dich, du verbrennst dich. Oh, Igor, wo geht's denn hier hin? Nein. So ein Mist, Junge. Jetzt hat er sich schon wieder, Lebensenergie gekostet. Das ging mir schon ein bisschen gegen Strich gerade. Ja, und vor allem, ich bin total falsch. Oh.
komme ich gar nicht rein. Da sind irgendwelche Eier. Das Ding da drüben hier, könnt ihr sehen, das habe ich selber gebaut. Das da, damit er später kommt. Oder diese Wesen hier nicht so schnell kommen. Alles klar, mein Freund. Wichtig. Haben wir nach... Ja, wir haben nachgeladen. Das wäre jetzt peinlich. Das hast du dir so gedacht, ja. Mistvieh, unten ist auch noch eins. Verschwinde. Du hässliches, grünes Etwas. Okay, hier kommen wir nachher runter. Zu dem da wahrscheinlich. Ja, und die Türen, Hauptsache sie fallen immer automatisch zu. Das ist ganz toll. Wie komme ich denn da hin? Ah, hier. Ah, wir hätten auch hier hinten hochgehen können. Okay. Bin ich nicht da hochgegangen? Dann nehmen wir uns die Elektrikteile auch noch mit. Machen die Lampe wieder an, dass ihr besser was sehen könnt mit ein bisschen hier. Da war nichts. Unter uns ist ein Springer. Soll ich auch mal so summen wie die NRA-Soldaten? Hat der mich nicht damals sogar hier drin gefoppt? Dieses Scheißvieh, bin ich da nicht mal übelst erschrocken? Ich glaube, das war ein anderes Haus. Ist das Channel? Hä? Ach doch, das ist der Springer. Oh! Der ist woanders gekommen! Die Sau! Nein. Scheiße, der kam da nicht raus! Du fliegst Mist, wo ist denn der? Du bist Vieh, jetzt geht er voll ab da unten. Der saß doch da an der Wand, oder zumindest war das sein letzter Standpunkt, hä? Der ist da nicht rausgekommen aus dem Ding. Elender Pisser. Sitzt er da hinten? Da oben. Ja, bleib mal da sitzen, ich gucke erstmal, was hier noch gibt. Da kommen wir nicht rein. Da gibt's nichts. Aber jetzt, mein Freund, wenn du jetzt nicht da rauskommst. Du elendes Hüpfteil. Hä? Ja, wie? Ich kann den gar nicht sehen. Stör ab, Junge! Das war ja jetzt, das war ja voll gescheatet, du Mistding! Ich hab den nicht sehen können! Der kam da gar nicht raus, das war ein Bug. Spielfehler. Der hat eben da schon gesessen und dann da oben und da bin ich hingelaufen und hab's ja gesehen. Und dann kam der nicht. Sau. Naja. Okay, haben wir den aber auch jetzt hier eingenordet oder ausgenordet, was auch immer. Ja, manchmal wünsche ich mir, ich könnte es lesen, echt ohne Mist. Aber ich kann es einfach nicht. So. Ne, müssen die da raus? Ich muss irgendwie. Raus aus dem Haus? Treppen runter? Ja, wir sind schon ganz unten. Gibt's doch nicht. Wieso renn ich denn hin die ganze Zeit? Runter jetzt und dann da. Wo stellst du den Weg jetzt da hin? Ich will jetzt wissen, was das ist. Hier ist wieder alles versch. Ist jetzt auch egal. Wir heilen uns dann zu Hause wieder. Jetzt geht's aber ab hier.
Es war zwar kein Headshot, aber das Ding ist super dagegen. Gegen diese Drecksteile. Hier brennt wieder irgendwo was. Mein Pfeil wieder. Sag mal, da kannst du doch keinem erzählen, was ich hier treibe, Mann. Wo laufe ich denn hin? Ja, da oben langkommen. Da ist so eine Tür. Jetzt. Anderer Weg, wieder zurück. Aber hier gibt es halt auch ganz viele Ressourcen, gell? Ich hole mir jetzt noch das Ding und dann geht's aber zurück. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten, Mann. Scheiße, ich wollte eigentlich noch wenigstens das lösen. Na, dann gibt's eben eine dritte Folge. Hier ist wieder alles total verstrahlt. Das war das, was er aufgemacht hat, wo ich so erschrocken bin. Dass es automatisch aufging. Hier müsste der Weg frei sein. Hier haben wir wirklich gewütet. So, aber jetzt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da bin ich mir nicht sicher, ob da alles frei ist. Wie wird gespeichert? An dem tollen LKW? Ist das clever? Ah komm, Leute, das gucken wir uns jetzt noch an. Ich gehe jetzt da. Irgendwie muss ich doch da hin. Ja, hier. Könnte das irgendein Hinterhalt werden? Da war ich doch schon. Bin doch hier schon in die Kurve gerannt. Muss hier sein. Ich guck's so. Ah, jetzt! Sashko, I found your components. Glad to hear it. For a moment there, I thought I might lose my favorite partner in crime. Was that supposed to be humor, Sashko? Not bad for a first try. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Lebe gefährlich. Auch wenn Sashko das nicht gefallen hat, was ich getan habe, wir haben das jetzt geschafft. Ich würde trotzdem jetzt noch hier ein Stück laufen für den Anfang der nächsten Folge, dass wir noch ein bisschen Sachen sammeln. Obwohl ich das eigentlich fast gar nicht mehr brauche, glaube ich. Ich glaube, wir haben schon so viel. Das sind nur Pilze da oben. Also ich glaube, da kann ich mir auch mit zu eisen. Ich fast gesagt. Spiel wird gespeichert. Wir hören hier auf. Wenn ihr so lange zugeschaut habt, freue ich mich. Bedanke ich mich dafür auch überhaupt, dass ihr das macht. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen. Die Mission haben wir geschafft. Wir gehen noch ein bisschen looten nachher am Anfang der nächsten Folge und dann hauen wir direkt ab nach Hause und bin mal gespannt, wie es dann da weitergeht. In dem Sinne, habt einen schönen Abend. Ich bin raus. Tschö mit Ö.